Ich rate dir, sprach Shigeru und reichte Adamas die Hand. Nutze deine Kräfte, um Gutes zu tun. Dann werden die Menschen verstehen, welch wahres, gutes Wesen in dir ruht und dich nicht länger fürchten. Trotz deiner Besonderheiten, hilf den Verblendeten, dies zu erkennen. Ist Schmieden denn nichts Gutes? Oh, Schmieden ist was Gutes, sprach Shigeru lachend. Aber du bist ein Held und Helden vermögen mehr. Adamas überlegte. Doch woher rühren meine Kräfte? Das konnte mir noch niemand erklären. Das kann ich dir nicht sagen. Es liegt irgendwo in deiner Vergangenheit verborgen. Aber was soll's? Du hast sie. Meinen Rat kennst du. Shigeru sah ihn plötzlich schelmisch an. Da fällt mir eine Sache ein, die eines Helden würdig wäre. In jenem Gasthaus, in dem die Schurken meinen Wein mit dem Gift versetzten, erzählten sie von den 7 Aufgaben. Versuche dich doch an ihnen. Was sind die? Ah, oh, du meinst diese 7 Aufgaben? Nein, niemals, wehrte Adamas ab. Alle, die es wagten, kamen dabei um. Du wärst der Erste, dem es gelingt, sprach Shigeru lockend. Wer, wenn nicht du? Ich bin ein einfacher Schmied. Shigeru schüttelte sachte sein Haupt. Das warst du niemals. Er verbeugte sich tief vor ihm. Ich danke dir und werde dich bei König Philipp dem Schönen loben, sobald ich ihm am Hof gegenüberstehe. Ich bin in deiner Schuld. Sicher, auch ich werde dich erwähnen, falls ich ihn jemals sehe, sprach Adamas und musste lachen. Kannst du denn schon allein laufen, wegen des Giftes? Es wird schon. Die Schwäche ist hoffentlich bald vergangen. Außerdem bin ich rasch in der Stadt und in Sicherheit. Im dunklen Wald hält mich nichts mehr. Gib auf dich Acht und bedenke, du bist deines Glückes Schmied. So ging Shigeru seiner Wege. Adamas überlegte den Rest der Nacht und den halben Tag. Die 7 Aufgaben. Die Worte seines neuen Freundes aus dem fernen Land jenseits der Morgenröte waren auf fruchtbaren Boden gefallen. Schließlich fasste er einen Entschluss. Ach, warum nicht? Was habe ich zu verlieren? Finde ich dabei den Tod, ist die Plackerei vorbei. So habe ich wenigstens noch etwas Spannendes erlebt. Also machte er sich nach einem kurzen Schläfchen ebenfalls auf, um den Hof von König Philipp dem Schönen zu erreichen.